dankbar für, bereit zu, angesehen bei, befreundet mit, begeistert von, besorgt um. Im Deutschen gibt es bestimmte Adjektive, die mit bestimmten Präpositionen vorkommen. Das werden wir in diesem Video lernen. Abhängig von mit Dativ bedeutet to be dependent on, mu'tamid ala, mutawaqqif ala. Beispiel: Er ist vom Geld seiner Eltern abhängig. Angenehm für mit Akkusativ bedeutet to be comfortable for, murih li, latif li. Beispiel: Es ist für mich sehr angenehm. Angesehen bei mit Dativ bedeutet to be reputable, respected, muhtaram, wajih. Beispiel: Sie ist bei allen Kollegen angesehen. Angewiesen auf mit Akkusativ bedeutet to be dependent on, mu'tamid ala, mutawaqqif ala. Ich bin auf deine Hilfe sehr angewiesen. Ärgerlich über oder auf mit Akkusativ. To be angry, غضبان, متضايق. Beispiel: Sie ist über die Verspätung sehr ärgerlich. Befreundet mit, Dativ, bedeutet to be friends with, ala sadaqatin bi. Beispiel: Er ist mit dem Bürgermeister befreundet. Begeistert von, Dativ, to be excited about something, mutahammis sharuf bi. Beispiel: Sie sind von dem Film sehr begeistert. Bekannt für Akkusativ bedeutet to be known for something, ma'ruf bi. Beispiel: Sie ist für ihre teuren Autos bekannt. Beliebt bei Dativ bedeutet to be popular with, mahbub yahza bishabiyya. Beispiel: Der Lehrer ist bei seinen Schülern beliebt. Bereit zu Dativ bedeutet to be ready for something, musta'id li. Beispiel: Wir sind zum Aufbruch bereit. Berühmt für Akkusativ bedeutet to be famous for, mashhur bi. Beispiel: Sie ist berühmt für ihre Geduld. Beschäftigt mit, Dativ, to be busy with, mashghul bi. Beispiel: Sie ist mit den Kindern sehr beschäftigt. Besorgt über, Akkusativ,
bedeutet to be concerned about something, قلق بشأن شيء ما. Beispiel: Sie ist sehr besorgt über die Situation. Besorgt um Akkusativ bedeutet to be concerned about something, قلق على. Beispiel: Er ist besorgt um die Kinder. Beteiligt an Dativ bedeutet to be involved in something, مشارك في. Beispiel: Wir waren an dem Programm beteiligt. Beunruhigt über Akkusativ bedeutet to be worried about something, منزعج قلق بشأن شيء ما. Beispiel: Sie ist über die Lage sehr beunruhigt. Blass vor Dativ bedeutet to be pale with شاحب من. Beispiel: Er ist vor Zorn blass geworden. Böse auf Akkusativ bedeutet to be angry with غاضب من. Beispiel: Der Lehrer ist sehr böse auf mich. Dankbar für Akkusativ: To be grateful for, to appreciate, شاكر ممتن. Beispiel: Ich bin sehr dankbar für deine Hilfe. Eifersüchtig auf Akkusativ bedeutet to be jealous of someone, غيور من. Beispiel: Sie ist eifersüchtig auf ihre Schwester. Einverstanden mit Dativ bedeutet to agree with, موافق على. Beispiel: Bist du mit dem Beschluss einverstanden? Das waren 20 Adjektive mit Präpositionen. In den nächsten Videos beschäftigen wir uns mit den anderen Adjektiven mit Präpositionen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.